Moin Leute, hier ist wieder der beste Kanal auf YouTube in Ostfriesland. Hier ist euer Sebi, der geilste Typ der Welt. Also, ha, war ein Scherz, nein. Meine Lieben, heute habe ich mal was ganz Besonderes für euch. Ja, ich werde heute mal ein bisschen grillen, aber gesund grillen. Da dachte ich, ich nehme euch mal so ein paar Minuten mit, was ich jetzt so zubereite. Ich weiß nicht, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Ich habe, glaube ich, das Stativ jetzt nicht da. Ich zeige euch mal so ein kleines bisschen was, ja? Ich drehe mal die Kamera so ein bisschen um. Ja, wie ihr sehen könnt, ich habe hier Alufolie. Ja, was esse ich heute dazu? Ich habe hier real Geflügelwürstchen und dann habe ich hier frische Putenfilets. Ja, dann mache ich mir dazu einen Maiskolben. Dann habe ich hier Kräuterlinge. Die habe ich mir hier klein geschnitten, wie ihr das sehen könnt. Ja, die habe ich hier klein geschnitten. Dann mache ich dann einfach eine schöne große Gemüsezwiebel mit rein und ein paar von diesen leckeren Papp. Chilis oder Grillpaprika, sagt man ja. Und dann werde ich das hier ganz reinmachen. So, zack, wie ihr das sehen könnt gerade. So, dann gucken wir mal in mein geilen Würzregal. Was ist denn da alles drin? Oh, was ist das denn? Selbstgemachtes Salz. So, da kommt auch noch ein Video drüber, wie ich mein Salz selbst mache. Dann nehmt ihr von diesem geilen Salz ein bisschen was. Haut das so darüber. Alter, kann ich das noch sagen? So, dann haben wir das. Da ich jetzt nicht mühlen kann mit dem Pfeffer, normalerweise nehme ich frischen Pfeffer, aber da ich das zeigen wollte, so, machen wir das. Oh, jetzt wird's gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Boah, jetzt wird's ölig. Wie ihr sehen könnt, ich habe hier richtig geiles hier Olivenöl aus Griechenland. Habe ich von meiner Mama zu Weihnachten gekriegt. Voll geil, ey. So, das schütteln wir mal, weil da habe ich mir nämlich selbst geiles Chili-Knoblauchöl zusammengemischt, ja. Könnt ihr ja sehen. Richtig geiles, selbstgemachtes Knoblauch-Chiliöl. Oh Gott, kriege ich das mit der einen Hand jetzt auf? Ich glaube nicht. Ich muss es hier immer so tun. Boah. Kommt mir da eine Fahne entgegen. Voll geil. Oh. So, nochmal ein bisschen rühren. Und dann haut ihr das da einfach hier so. Ja. So, das langt schon. Mehr kommt da gar nicht drauf. Oh, wenn ihr das riechen könntet, ne? Nur oh, mega gut, ey. Ich freue mich. So. Dann werde ich das Ganze hier einmal so zusammenfalten. Ja. Aber erstmal wichtig ist, immer erst die Seite. Immer die erst über die Seitenteile. So. Oh, ich muss auch jetzt hier ein bisschen so. Zack. Und dann macht ihr so eine Art Kissen. Tut mir echt leid, dass ich kein Stativ dabei habe. Aber ich denke mal, das könnt ihr mir verzeihen. Ne? So, und dann macht ihr die andere Seite so drüber. Und lasst das immer schön offen, sodass die Luft ein bisschen entweichen kann, aber nicht viel. So, mehr mache ich nicht. Ich mache einfach so ein kleines, lockeres Kissen. Und das lege ich dann auf den Grill drauf. Lass das brutzeln und dann ist das schön fertig. Also, das ist eine super geile, 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 super geile, geile, geile Sache. Das war jetzt einfach mal kurzes, geiles, knappes Video von mir, von meinen leckeren Kräuterlingen mit der Grillpaprika, dem Salz, Pfeffer, Zwiebeln im Sebo-Kissen. Ja, was soll ich noch großartig sagen? Meine Lieben, das war's. Ja, das war's für heute. Morgen gehe ich euch wieder auf den Sack. Wie geil ist das denn? Okay, ich wünsche euch jetzt mal einen geilen Abend. Bis dann, euer Sebo. Tschüss. Tschüss, 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 tschüss. Wo muss ich drauf drücken hier?